So, ja, guten Abend und willkommen zu einer, ja, zu unserer ersten Runde zu Pokémon Schild Raids sozusagen, also Raid Night. Ja, was werden wir machen? Wir werden jetzt die nächsten paar Stunden einige Raids machen. Legis sowie auch normale Raids. Und ja, mal gucken, wo wir anfangen. Kann man meinen, das war einfach mal random. Einen Wunschbrocken reinschmeißen. Ach, das. Gibt es das Robal, oder? Sieht jedenfalls aus nach einem Robal. Okay. Dann nehme ich doch Elektro. Natürlich wieder Sekrom und Voluna. Wobei Voluna jetzt, denke ich mal, keine sehr gute Wahl wäre. Okay, hat er sich umentschieden zum Pflanzen und. Okay, das ist H. Das sieht okay aus. Okay, ein Wasser-Pokémon. Da sollte ja mit Elektrum Vorteil sein. Uiuiui, das ist doch ein bisschen laut gerade. Aber das ist halt typisch bei Raids, die sind immer ein bisschen laut. Was die anderen für. Wofür sich die anderen entscheiden? Attacken? Holzhammer ist schon sehr effektiv. Drei Schilder, süß. Ja, da wird nicht mal, glaube ich. Da wird nicht mal Dynamax Energie nötig sein. Das ist jetzt schon bei der Hälfte nach der ersten Runde. Eingepennt. Das ist das zweite Schild. Ich will gerade nicht viel Schaden gemacht, naja, gut. Wasser gegen Pflanze, ist klar. Das nicht besonders viel Schaden macht.
Gut. Mach mal einen Voltwechsel. Mach einfach Voltwechsel drauf, das dürfte schon reichen. Ja. Das wird, glaube ich, dem Robber den Rest geben. Das wird dem Robert, glaube ich, den Rest geben. Na, das wird's nicht überstehen. Einmal Kreuzdonner. Ein Voltwechsel. Ja, das war's. Was haben wir noch? Das ganze Fluka. Das Flug sollte eigentlich ja. Sollte hoffentlich gehen. So, was ist es denn? Ach ja. Es ist ein Bautz. Heute. Ja, geht natürlich gleich in die Vollen. Ich habe eine komische Farbe, das Lugia irgendwie. Oder ist es irgendwie normal? Das hat jedenfalls guten Schaden gemacht. Die Verbrennung wird ganz gut abziehen auf jeden Fall. Süß. Downer. Nochmal deiner Düse. Niedlicher Schaden. Machen wir mal Inferno.
war ein Volltreffer. Ich sag, das ist ein Volltreffer. Ja, komm. Von mir aus. Kommt mit. Ein Bounce gefangen. Und noch was? So, ja, das ist hier ein Passwort. Schmeißen wir den Mundschuh rein. Oh, das ist ein Grellerstrahl. Ah. Gift und Kampf. Gift und Kampf sollte gehen. Aber warte mal noch einen Moment. Vielleicht kriegen wir noch ein paar, zwei neue, war noch zwei Mitspieler. Ich weiß gar nicht, was für ein Pokémon das sein soll. Welches Pokémon das war. Aber es hat auf jeden Fall 4 Sterne. Und es dauert. Ah, da kommen noch welche. Okay. So, letzten 60 Sekunden. Na, kommt noch jemand? Kommt noch jemand? Nee, nee. In den paar Sekunden, da kann sich keiner mehr melden. Okay, dann versuchen wir mal unser Glück.
Ach so. Toxic Fuck soll das darstellen. Das ist auch ein Shiny. Bis er da antritt. Da gehen wir gleich in die Dynamax-Pose. Oh, die sind immer so scheiße laut, diese Dynamax-Pokémon. Erstmal fast 50% Leben runter. Skriptschwall, das geht aber noch. Ja, das hat weh getan. Es gibt schon nicht viel Schaden. Dazu kommt es nicht. Ich glaube, dazu wird es nicht mal gleich kommen. Ne, kommt es auch nicht. Kommt es auch nicht. Das hatten wir gerade schon. Ach, vor der können Stardust ins Face. Was Besseres drin. Kampf, okay. Psycho wäre recht gut. Auf jeden Fall ein 5-Sterne-Gegner. Anscheinend kommt da noch keiner.
Ja gut, zur Not spawnen jetzt ein paar Random-Trainer. Aber mindestens ein Spieler wäre schon nicht schlecht. Jetzt noch 60 Sekunden, aber es ist noch Zeit. Irgendeiner kann noch reinkommen. Oder sogar zwei. Oder drei. Oder einfach mal auch gar keiner. Ja, diesmal habe ich keine Wahl. Diesmal muss ich den Raid mit KI-Trainer machen. Die haben meistens nicht gerade die besten Pokémon. Eigentlich relativ unpraktisch, ne? Ja gut, Lusadi könnte vielleicht was einrichten, aber ansonsten glaube ich nicht, dass da was Großes. Kannst mit einer Chinese versuchen. Muss ich ja auf jeden Fall. Aber sehr effektiv ist schon erforderlich. Okay, Dynakinese. Schon abgezogen. Jetzt ist die Frage, was macht Kikli? Aber das war natürlich jetzt nicht das Wahre. Ach ja, ich hab's geahnt. Ja, das ist schlecht. Alles kaum Schaden. Das nächste Pokémon ist weg. Gar nicht gut. Auch wenn sich verwandelt, wird es mir nicht viel bringen. Sagen die schon wieder da. Ne, das kann nichts werden. Das kann unmöglich was werden. Selbst das Flammenrad nicht mehr. Ja, zu verwandelt. Kommt jetzt mal zurück, aber
vielleicht nicht mehr schaffen. Oh, klasse. Kotl ist auch down. Ja. Muss was Besseres reinschicken. Jetzt aber auch keine Legis benutzen, das wäre ein bisschen lame. Komm schon. Kommt schon irgendjemand. Das Kikli wäre besiegbar. Wenn ein paar zustoßen würden. Das ist ein oder zwei Spieler. Würde meine Chancen verbessern. Ich habe das Gefühl, Kikli möchte keiner. Und die Suche läuft. Ja, muss ich ja anscheinend. Geht ja gerade nicht anders. Wieder haben es die meisten nur, die meisten haben gerade keine Lust, haben wir auf den Kikli. Auswahl der Random Green hat es auch nicht gerade getroffen. Na, kriegt das Lamus hin? Na, schon mal das erste weg. Genau, das ist hier so unnütz im Grunde. Das ist ein typisches Pokémon von Random Trainer.
kann nur kontern. Das bringt nichts. Na doch, wobei ein bisschen was, ja. Ja. Kampf gegen Elektro. It's very effective. Ja, das war's dann so, genau. Gut, wohin genau sind wir? Elektronetz, das bringt einfach gar nichts. In Raids, da brauchst du sehr effektive Attacken. Das Pflanzen-Pokémon wird auch nicht viel ändern können. Ja, das war's von Pikachu. Ne, ohne Spieler. Keine Chance. Ach. Das ist ein Wisch. Voll scheint gerade sehr beliebt zu sein bei den Raids. Das sehe ich gerade des Öfteren. Ja, aber na gut, es ist gerade relativ häufig vorhanden. Kommt hier war. Ah, Elektrogift, okay. Elektrogift, was nehme ich denn da? Pampros da was. Gucken, dass Pampros das hinkriegt. Schafft's vielleicht zur Not auch alleine. Weil es ist nur ein 3-Sterne-Pokémon. Right.
Mag an Chen gerade auch keiner. Mit Zenut schaffe ich es doch ein paar Bros alleine. Ach ja, komm. Versuchen was. Dazu zu joinen scheint ja keiner. Toxel, okay. Schwamm gebildet. Das sollte ganz gut reinhauen. Oh ja, das haut richtig rein. Ich werde da auch nicht viel nutzen. Das hat aber noch gar keinen Schaden gemacht. Flammenwurf. Schild kaputt. Ja, das wird es gewesen sein. Rein Herzstoß und das Geschichte. Ja, das Geschichte. Ende. Machen wir mal woanders nach. Und was sagt denn das DLC-Gebiet? Was die Raids betrifft. Haben wir hier was Spannendes? Das ist ein Flamiau. Da sag ich nicht nein.
Ja, das scheint gerade gern gesehen zu sein, das Flamio. Kommen gerade relativ viele. Und die Chance ist höher, dass da Leute kommen. Sucht anscheinend noch. Lune. Oder Lune. Ich kann mich entscheiden. Kann sich scheinbar nicht entscheiden, was es nehmen möchte. Na gut, gleich wird sowieso starten. Na komm, die Zeit läuft. Und tschüss. Na gut, dann muss es halt wieder mal so gehen. Erneut random Trainer. Okay, was wir vorne Schaden machen. Ein Carpador mit Hydro-Pumpe. Interesting. Ach nee, bitte. Oder war das noch Carpador? Carpador mit Hydro-Pumpe, lol. An dem kleinen Karpfen. Ja, das macht dicken Schaden. Ja, Feuerpeitsche ist natürlich Schwachsinn gegen Flamio. Wundert mich nicht mal, dass es verfehlt bei dem kleinen Karten. Bis Attacke, ja, das ist sehr effektiv. Zack, zack. Aber noch im grünen Bereich.
Donnerschlag. Paralysiert, sehr schön. Ja, das hat's getan. Ein Flamio. Da sag ich doch nicht nein. Das nehme ich gern. Lade ich gern in meinen Pokémon ein. Zu. Ah, schade. Naja. Es kann ja halt nicht immer klappen. Das hatte ich vorhin schon. Was ist hier drin? Das ist Wasser und nicht. Das ist doch dieses Krebs-Pokémon. Nein! Oh, verdammt. Oh, verdammt, ich wollte eigentlich ja Pokémon wechseln, ich war zu schnell. Das ist jetzt blöd. Skelabras ist eigentlich voll das falsche Pokémon dafür. Da weil ich jetzt gerade nicht aufgepasst habe. Ich muss gucken, dass die anderen jetzt der Fall wäre. Tja. Darf mir da jemand helfen? Sieht ja momentan nicht so aus. Als würde mir da jemand helfen. Scheint nicht. Das werde ich so nicht schaffen. Das werde ich so nicht schaffen. Ich bin im Nachteil. Ja. Ich bin voller keiner Nachteil. Yeah.
da passieren? Das war jetzt mein Fehler. Das war jetzt echt mein Fehler. Herzanfall geht ja nicht. Na, Traumwärter. Mach bitte kill die anderen. Das wird nicht viel bringen. Bleib sie durch, bitte nicht. Ich werde dann so nicht benutzen. Ja, toll. Das war ein Fehler. Ja, es trifft jetzt zwar ein paar Mal, aber es wird nicht reichen. Das ist aber eine schöne Nadelrakete. Ist gerade recht oft. Stromattacken wäre natürlich jetzt besser. Deswegen ist es vergiftet. Natürlich wieder mich. Das Kaffee ist erwischt. Das war's. Na gut, das habe ich mir auch schon gedacht. So, diesmal machen wir es aber richtig.
Es hat Donner. Das könnte natürlich guten Schaden machen. Rebo-Taktel anscheinend niemand. Sieht nichts aus. Da muss ich das so irgendwie besiegen, wahrscheinlich. Wenn sich gleich keiner meldet. Noch 34 Sekunden. Noch 20. Ja, nee. Da kommt keiner mehr. Drei, zwei, eins. Geht los. Ja, diesmal sind meine Chancen etwas besser. Eine grüne Shiny-Farbe waren. Aber Flying Press ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt hängt mit dem Schildkram an. Aber das Gewitter sollte reinhauen. Ja. Zwei Schilde. So will ich das sehen. Donnerblitz ist auch eine recht gute Idee. Pipi ist auch so ein klassisches Random-Pokémon. Das hat Lebenstropfen, das ist sehr nice. Nehme ich nochmal Heilung dazu. Der Tanz. Donnerblitz, ganz gut für Schaden. Und ist jetzt schon bei der Hälfte. Nochmal Lebenstropfen.
erstmal einen Hieb. Und dann noch Flying Press. Guter Lebenstropfen von Beep ist nice, dass das dabei ist. Das war noch tief. Die Donner sollte reinhauen. Ja, Spotlight, wow. Das bringt es jetzt voll. Das Schild ist weg. Pyrotaktik geht gleich auf die Nuss, genau. Ist dann vom Nest verschwunden. Ja. Der Guttag wurde besiegt. So, wir switchen noch über ein Salzgebiet. Zum Krontempel. War das nochmal? Ich glaube, das war hier irgendwo. Die Raid-Höhle. Nee. Das war der Aufstiegstunnel. Oh, waren die Raid-Höhle nochmal? Deine Regeln. Ach ja, doch da. Genau. Da ist es. Das Deine Riesennest. Okay. Jetzt schon eine Weile gar nicht mehr gemacht. Ja. Kaboren wollte ich und Demetrius. Ja gut, die habe ich ja alle schon mittlerweile. Egal, Hauptsache Pokémon, ja. Mal sehen. Die Chance, relativ hoch, das Spiel anzukommen.
Nein, brauchen wir noch? Spannend daran ist, du weißt nie, welches Pokémon. Doch du kannst es vom Typ her schon sehen. Also von der Wolke her. Lass dich erraten, welches legendäre Pokémon es sein könnte am Ende. Ja, das wird ein random Spieler sein. Natürlich das Sandama. Gut, dann habe ich das Tromborg. Das Keifel, okay. Das eine ist ein random. Das eine ist ja ein random Spieler. Das ist ein Kampf-Pokémon. Was hat man erwartet? Eispflanze und Eis. Ja, da wäre Boden zu empfehlen, da lang zu gehen. Also machen wir auch Boden. Kolossand. Das Holzgeweih wäre der. Das Holzgeweih wäre wirkungsvoll. Ja, der Hagel macht Schaden, aber nicht gerade viel. Das ist noch vertretbar. Als Kampf ist man beim Psycho-Pokémon eigentlich ein Team. Das wäre echt optimal. Echt perfekt. Psychokinese, ja, das bringt jetzt wirklich nicht besonders viel. Aber deiner kostet ganz gut Schaden. Außerdem saugt Holzgeweih mal hier ab. Ich nicht wirklich. Brauchen wir auch nicht wirklich.
Was sollen wir mit Coruscant? Gegen ein Kampf-Pokémon bringt das nichts. Oder wenig. Natürlich. Gibt einen, den es fängt, ist natürlich der random Spieler. Ich bin für Stahl. Scheint die Mehrheit auch, okay. Forscherin bestimmt erschöpft. Das ist nice. Ich denke mal, dass ich gerne wechseln möchte. Das ist jetzt keine schlechte Wahl. Das ist Drago. Dragonir. Richtig hässlich. Voll, das war jetzt eigentlich nicht wirklich so die optimale Idee. Ne? Naja. Mit anderes bleiben. Dragonir also die beste Wahl war. Ich weiß ja nicht. Nee, macht nicht viel Schaden. Ich hätte vielleicht Sendama, ja. Ich bauen müssen. Wobei, wäre es Risiko auch gewesen, dass ich vielleicht der. Ja. Random Trainer. Dynamaxiert oder wie man das nennt. Und, ist ja auch nicht optimal. Aber Dragonir sollte eigentlich halten. Sollte eigentlich halten. Sollte nicht viel schief gehen. Eigentlich. Na gut, Flunschlick haben wir jetzt. Flunschlick haben wir noch so hinbekommen. Ich will das nicht. Das ist nutzlos. Lass mich raten. Der Random Trainer wird bestimmt gleich das Flunschlick nehmen, oder?
Er wird doch bestimmt gleich das Flintstück nehmen. Was? Okay, er muss doch richtig verzweifelt gewesen sein. Also Fee wäre definitiv für meinen Drachen-Pokémon der Tod. Das berücksichtigt? Ja, das wird anscheinend berücksichtigt. Weil Fee, das wäre bei Dragon eine ganz schlechte Idee. Eine Strategie. Was Ninjas sollte ich hinbekommen? Mal sehen, wer kann dich deine maxieren. Wer von euch kann sich deine maxieren? Ausgerechnet das Grundstück natürlich. Warum auch immer ausgerechnet das Grundstück? Okay, ist egal. Ja. Das bringt jetzt nicht so viel. Na, wie entscheidet ihr euch? Was habt ihr getan? Donner ein auf Fehlkleider. Die ist aber nicht so schlimm. Ganz bestimmt nicht. Ja, wer nimmt das denn erst mit? Natürlich der Random Trainer.
Wer sonst? Mal Bären gefunden. Das halt nochmal komplett auf. Und Kampf-Pokémon, welches ist es? Gator, ja, klasse, das ist. Oh, war ja. War nicht. Das war nicht gut. Das war jetzt echt blöd mit Billigator. Was soll denn das bringen? Ich gar nichts im Grunde. Wirkungslos. Metallsound, ja. Es gibt kaum was. Lass ich, glaube ich, euch. Aber lass doch den scheiß Delegator. Ja, natürlich spielt er mich. Ich hab die Arschkarte, weil ich One-Shot bin. %, ja. Das wird jetzt sehr interessant. Wenigstens ab hier auch frisch. Und mein Flünschling, warum mit Flünschling ausgerechnet? Das war jetzt nicht die beste Idee. Warum nicht das am Dama? Das hätte doch viel mehr gebracht. Ich finde das was.
probiere jetzt schon wieder ich. Kannst du ruhig meinen anderen angreifen? Jetzt mich ständig. Den Dame auch erwischt. Das ist nicht gut. Oh, das könnte noch klappen. Noch geklappt. Pokémon schon speichert und Mitspieler suchen. Gut, diesmal sind es 4 Spieler. Dionjon, Japan, ein japanischer Typ. Natürlich nehme ich das Reitschuh. Oh, das sind Geist-Pokémon. Interessant. Okay, Wasser, das kommt mir sehr gelegen. Ein Madonna Blitz. Gut.
Als Gebeiers. Wollt ihr Papa? Raichu kann sich wirklich nicht im Grunde. Also kann ich es eigentlich bis zum Eisbruch. Kann ich es eigentlich behalten bis zum Eis-Pokémon. Wäre sehr effektiv, ja. Natürlich nicht fangen. Das wollen wir nicht. Ich bin mal gespannt, wer entscheidet sich dafür, es mit reinzunehmen. Ich bin es jedenfalls nicht. Ja, Tombock. Ja, ist okay. Im Grunde können wir es gebrauchen, das Psycho-Pokémon. Gehen wir uns denn besser zum Wasser-Pokémon? Was sagen wir? Oh, okay, die anderen haben uns Wasser-Pokémon. Ja, gut, wegen Raichu. Das kann ich nachvollziehen. Ein Barakiefer, okay. Damit bin ich einverstanden. Das sollte eigentlich schnell besiegt sein. Die Psychokinese brauche ich noch. Das Schwert hat auch gerade interessant aus, lol. Ja gut, er ist im Nachteil, weil er einen Boden-Pokémon besitzt. Wird aber zum Glück gerade nicht angegriffen. Paralysiert, sehr schön. Zack. Body Slam. Ja, Ränkeschmied. Was auch immer jetzt die Attacke. Was auch immer das jetzt soll. Das bringt ja nichts. Überlebt mit sein. Was überleben wird? Na gut, hat er. Das brauche ich nicht. Oh, das Barakiefer braucht man im Boden nicht. Wozu sollten wir das mitnehmen? Geist-Pokémon ist das unvorteilhaft.
Drache normal, Drache normal, oder Wasser. Ich probiere es mal mit normal. Okay. Die meisten wollen doch Drache. Wenn jemand eine Eisattacke hat, bitteschön. Wenn ich es fangen könnte, würde ich es mitnehmen natürlich, aber... Das hat keine Psychokinese, wo man ja... Und macht der auch Psychokinese. Da kann ich nicht viel anrichten. Das war jetzt nicht gerade die beste Wahl. Das müsst ihr jetzt schaffen, Jungs. Schuss verfehlt, na klasse. Doch, Erdkraft ist recht effektiv. Na, das war Kieferleid auch sehr drunter. Das wird ziemlich den Schaden machen. Ja, oder auch nicht. Vielleicht ist es sehr effektiv. Ja, das war der Rest für Barer Schuft. Barer Kiefer. Ich muss Psychokinese benutzen, das geht nicht anders. Kraft, effektiv. Ach ja, Schuppenschuss ist sowas wie Nadelrakete, wie so ein Dauerfeuer. Dreimal getroffen, klasse. Es geht vom Schaden her. Du hast nicht wirklich so viel getroffen. Ja gut, was soll er machen außer Schuppenschuss? Das ist einzige, was effektiv ist bei ihm momentan. Reingehauen. Ich hätte es gern, weil ich mag Drachen-Pokémon.
Ja, tatsächlich hat er das schon mitgenommen. Na gut, vielleicht bekomme ich es ja am Ende doch noch. Ja, das ist ein Lunana. Ach so, nicht sehr effektiv in der Klasse. Naja, ich hab. Eventuell hab ich hier einen Trostpreis und zwar das Drachen-Pokémon. Ja, das bringt echt nicht viel. Das aber umso mehr. Blitz, geht vom Schaden her. Aber jetzt hat es mein Reitschuh weggehauen. Wenn es mich jetzt erwischt, ist es auch nicht schlimm. Halblinge, ein Strahl, hat dann nicht viel Schaden gemacht. Ja, mehr als eins machen kann ich jetzt nicht. Nächste Pokémon, das besiegt wurde. Ich glaube, beim nächsten wäre Feierabend für das Team. Oh, das wird jetzt spannend. Hat aber noch gereicht. Nehme ich gerne mit. Ach ja. Das passiert meistens, wenn man versucht, irgendwo dazu zu joinen, dann sind sie meistens schon geschlossen wieder. Okay, ich denke mal, so ein, zwei Stück mache ich noch. Also, jetzt allzu lang sind die ja. Sollen jetzt nicht nur wirklich werden, weil es sind ja nur
Streams mit Dino Raids und so weiter. Georgie, Idris, Bram und dich selbst. Gott, das TikTok sieht so hässlich aus in der Lore-Form. Warum muss es Sarah bekommen? Montenegro. Ja. Alles drei nicht gerade die schönsten, aber gut, dann gibt das Montenegro her. Flug-Pokémon, okay. Dann wäre Pflanze zu empfehlen. Und anscheinend geht's da auch hin. Richtung Pflanze. Reptane, guck mal an. Wer kriegt die Dynamax-Energie? Ich auf jeden Fall nicht. Ist beides sehr effektiv. Nochmal Kiefertrutz. Sich gesenkt. Der Blizzard dürfen ja heute auch ganz gut rein. Zornklinge, ja, das macht richtig guten Schaden. Ja, Dynamax wird nicht mal nötig sein. Wird gar nicht mal nötig sein, Dynamax. Eisenschilde, zack, bumm. Das war's auch schon. Raptor möchte ich nicht. Das Dietrich kannst du austauschen, ne? Mit dem Raptor. Oder halt eher von mir aus geht das auch. Boden. Ja, Boden. Okay, doch Elektro. Wegen der Forscherin wahrscheinlich. Jemand möchte wahrscheinlich sein. Ja, jemand möchte sein Pokémon wahrscheinlich wechseln. Motineva ist ein Flug-Pokémon. Ja, vorbei. Das könnte jetzt eine schlechte Wahl gewesen sein. Oh ja, das war eine ganz schlechte Wahl. Das wird mich töten. Außer ich habe Glück und es nimmt die anderen. Oh, bitte besiegt dieses Pokémon schnell. Wenn das Memorabel trifft, dann sind wir. Okay.
bist du jetzt erstmal safe. Kann vom Donner nicht getroffen werden. Er trifft mich das einmal mit Donner. Das ist Morrow One-Shot. Mal gucken. Machen die anderen guten Schaden? I hope. Und dann platziere das gegen das Barrierending oder so nicht. Gut, der jedenfalls nicht. Aber das war ein guter Treffer. Very effective. Pflanzen soll eine. Ja, Schaufler. Nur mal Glück gehabt. Ist mir, glaube ich, jetzt doch lieber. Memorabel beim Flug-Pokémon ist nicht so riskant. Ja, war klar. Reitschuh ist begehrt. Und wer soll es bekommen? Natürlich Bahn. Gut. Stahl? Aber weiter drüben. Na, okay. Man hat sich anscheinend doch für Stahl entschieden. Gut, dann eben Stahl. Was kleine Cutie. Kann ich da was reißen? Mit Schaufleier kann ich was reißen eventuell. Das mache ich mal. Psychogenese. Also ein Schädel wirkt da nicht viel. Durchbruch, ja, ist nice. Das kann fett Nährstoff verpassen. Oh, das hat geone-shotted. Wobei, nein. Das war eine gute Idee gewesen, weil den Wangenrubbler wegen dem Flug-Pokémon. Ah, ja. Ne, egal. Gibt noch die anderen. Vielleicht hat ja noch jemand die Idee. Ja. Hatte ja die Idee. Oh. Oh.
Interessant. Das ist auch ein wunderschönes legendäres Pokémon. Oh, war okay von der Idee her. Brustheiz zum Glück. Ja, wunderbar. Kreideschrei ist ja jetzt wirklich, ne? Bringt es jetzt wirklich voll von der Idee her. Nicht. Das wirkt aber sehr gut. Oh, paralysiert. Sehr schön. Oh ja, Kreideschrei. Was soll ein Kreideschrei bringen? Ne. Ist nicht so schlimm. Wir kriegen noch Zeit. Oder auch nicht. So, jetzt wird es doch langsam ein bisschen gefährlich. Sind meistens gar nicht mal so gut, wenn zwei Pokémon nacheinander verschwinden. Meine Güte, lass doch den scheiß Kreideschrei. Ja, klasse, anstatt anzugreifen. Interessant. Es darf kein Pokémon mehr abschmieren. Wenn es eins abschmiert, dann war es das. Komm schon. Es war nicht effektiv, aber es hat trotzdem einen Schaden gemacht. Die Robustheit, meine Güte.
Aber warum denn jetzt Ausdauer? Oh, so eine blöde Attacke in dem Moment. Oh, das ist so typisch. Manche Leute. Kommen da plötzlich mit Statusattacken an den Raids. Wirklich nichts. Nichts groß bringen. Ah. Ja. Dann nimm das Reitschen mit. Spitznamen, nein. Einfach mal random. Wo habe ich ja schon? Deswegen. So, mal schauen. Eins dürfte ja noch drin sein. So, einen Raid schaffe ich auf jeden Fall noch. Weil ich bin schon ein bisschen müde heute. Aber ich denke mal, dass ich mich da noch zu einen Raid kann ich noch machen, ja. Ja, doch, ich schätze mal. Ein Raid machen wir noch. Das ist dann für den Stream, denke ich mal, genug. So, mal gucken. Zwei Wasser und zwei Elektro, das könnte jetzt interessant werden. Wasser? Wegen Elektro-Pokémon? Ja, Wasser. Und es ist so groß, das ist diese Wahl-Pokémon. Weiß nicht, wie es gerade hieß, Wailout oder so. Irgendwas in die Richtung. Weil mehr. Ja. Lord war, glaube ich, die Entwicklung. Eines der größten Pokémon, die existieren. Meine ich. Von der Größe her zu wissen. Weil allein schon Ballmeer ist riesig und das ist die Vorstufe. Und das ist irgendwie Custom. Das ist ein Custom-Muster. Was sie da, glaube ich, trägt. Das ist irgendein Custom-Muster. Zug aber war jetzt eine grandiose Idee im Grunde. Das war okay.
Ja, soll ich anders machen? Ich kann auch zu dir, aber das wird auch nicht viel bringen. Einmal Ausdauer. Ja, das hat Minimales gebracht. Das ist aber nicht so schlimm. Weil ich habe. Achso, übersteht die Attacke. Aber die Attacke wollte ich nicht überstehen. Ne. Lebt immer noch? C, diese Zweimauer. Drei große Attacken überlebt. Also an deiner Schuss sind zwei große Stromattacken hat sie überlebt. Wow. I'm impressed. Ja. Will niemand, auch niemand weiter. Ach ja. Wahrscheinlich ist es wegen der Forscherin, oder? Backpackerin. Nebelsamen. Okay, typische Pokémon also. Metang. Gut. Was machen wir denn hier? Ist effektiv. Meteorolog ist auch nicht so effektiv. Ja, da kann ich jetzt nicht viel machen. Freunde. Oh, was das rechte Hand jetzt soll, verstehe ich nicht. Dass der sich ja ständig denkt. Roten Typ getroffen dafür. Gewirkt. Oh, das Metang war richtig schwach gewesen. Ich habe jetzt gar nicht erwartet, was oben für ein großes Pokémon ist. Am Ende. Das kommt Donnerschlag. Na, okay, hat sich dafür entschieden.
Elektro, also okay. Dann wäre auch ein Boden-Pokémon nicht schlecht. Schön, dass wir da einer Meinung sind. Sind da Bären hinten? Ach ja. Ein Pampros. Hab ich was, das trifft? Ja, Meteorologe, das ist sehr effektiv. Sandgrab, wow, das war ein Volltreffer. Das erste Herzchen ist down. T-Shirt oder was auch immer, das ist echt der Burner. So. Ja, es ist so Schwachsinn mit der rechten Hand. Pampros wäre ein Vorteil wegen Elektro-Pokémon. Also ich tät das sonst nehmen. Nochmal Bären. Eine gute Heilung. Und welches Elektro-Pokémon kriegen wir? Und. Ah, ja, Zapdos, okay. Ich habe zwar nichts, das ihn sauber trifft, aber dafür kann er nicht treffen. Zumindest nicht großartig. Obwohl doch mit der Flugattacke eventuell. Aber Strom wäre wirkungslos gegen mich. Donnerschlag, ja, das wird es kaum bringen gegen Zapdos. Sollte aber gleich geschafft sein. Den kriegen wir.
den kriegen wir auf jeden Fall. Wir hätten Schwieser, ja, ist auch okay. Weiter zu, ist aber nicht so schlimm. Noch kein Brustventil mehr, klasse. Ja, ich kann nur Kraftkolos benutzen, aber es wird nicht viel bewirken. Es ist so ein Blödsinn. Mir das nicht zu machen. Nee, das wäre Verschwendung. Anscheinend mit Absicht. Ständig rechte Hand benutzen. Was auch immer jetzt der Plan dahinter sein soll. I don't know, aber jedenfalls ist Zapdos. Auf jeden Fall Geschichte. Ich kann Zwang im Grunde. Ja, natürlich. Möchte ich das mitnehmen? Rage ist, glaube ich, bei Spezial, oder? Doch, bei Legendär habe ich das, glaube ich, hingestellt. Achso, ja, deswegen, weil das andere Zapdos war noch mit drin gewesen. Warte mal, wechsel. Da, ja, genau. Dann kommst du da rein. Ne, doch, hab ich schon. Das war ja dahinter. Genau. Das war jetzt eher durch den ganzen. Ja, durch die Wundertauschaktion. Was ist das so passiert? Jetzt habe ich es nochmal regulär gefangen. Okay. Ja, und das war unser erster Stream von, ja, quasi mit beziehungsweise von Zuschauern, weil in dem Format wird noch
also in diesem Stream-Format, da werden auch noch andere Sachen kommen, die nicht nur mit, sondern auch von Zuschauern sind. Beziehungsweise von Spielern. Ja, genau. Mitspielern von Spielern. Gut, dann war es das von mir für dieses Wochenende. Am nächsten Freitag geht es mit dem neuen Projekt weiter. Monkey Island, wie es ja schon so entschieden wurde. Okay, dann habt noch einen guten Wortstart und tschüss, Sikorski.